Ja, schönen guten Morgen aus Berlin. Anke Domscheit-Berg ist hier Netzpolitikerin der Linken. Frau Domscheit-Berg, Sie sind eigentlich immer sehr dafür, dass viel mehr und viel schneller digitalisiert wird. Jetzt schauen wir auf diesen Impfpass. Das möchte der Bundesgesundheitsminister schnell umsetzen, noch vor den Ferien sozusagen. Ist das realistisch? Das wird ganz sicher nichts werden. Es stimmt zwar, dass viele Arztpraxen an diese telematische Infrastruktur, dass die sichere Vernetzung im Gesundheitswesen angeschlossen sind. Das reicht aber nicht. Die Ärztin hat ja gesagt, es braucht dazu eine Praxissoftware. Nun gibt es 140 verschiedene Praxissoftware-Systeme in Deutschland. Die müssen alle irgendeine Eingabemaske dafür programmieren. Dafür brauchen sie aber Anweisungen vom Bund, wie sie das eigentlich konkret machen sollen. Also die Schnittstelleninformationen nennt man das. Die haben sie aber noch gar nicht. Und in 5 Wochen soll es live gehen. In 5 Wochen müssen die also etwas programmieren, von dem sie nicht wissen, wie sie es programmieren sollen. Sie müssen es testen. Man muss natürlich Leute schulen. Die Ärztin hat ja gesagt, sie wissen gar nicht, wie sie es machen sollen. Und dann haben wir auch gar nicht nur die Ärzte und die Apotheken, von denen auch schon sehr viele an diese sogenannte telematische Infrastruktur angeschlossen sind. Es gibt ja auch die Testzentren und die Impfzentren, von denen ist kein einziges angeschlossen. Das heißt, die Voraussetzungen sind eigentlich gar nicht geschaffen, um diesen Impfpass so schnell umzusetzen. Ist das eine Frage der Zeit? Es ist im Prinzip eine Frage der Zeit. Aber damit zeigt sich am Ende auch, dass er ein sinnloses Unterfangen ist, weil er macht ja nur, wenn überhaupt, sehr früh Sinn. Wenn wir jetzt sagen, er kommt vielleicht 6 oder 8 Wochen zu spät, da sind wir bei Ende August, da haben wir im Prinzip die Herdenimmunität erreicht und der eigentliche Zweck, den er erreichen soll, fällt weg. Es ist aber also nach meiner Einschätzung sowieso eine reine Symbolpolitik. Er soll ja zum Beispiel das Fälschungsproblem mit dem gelben Ausweis lösen, aber er löst es gar nicht. Denn zum einen ist der gelbe Ausweis ja nach wie vor zulässig. Den kann ich ja weiter benutzen. Also kann ich auch einen gefälschten weiter benutzen. Und die Übertragung von einem gefälschten analogen Ausweis in einen digitalen Ausweis, die wird ja auch funktionieren. Okay, man erkennt die Fälschung im Prinzip nicht richtig. Sie sagen, es ist eigentlich nicht mehr besonders sinnvoll. Es ist eigentlich auch nicht realistisch. Was würden Sie denn vorschlagen? Also ich würde eine gute Schutzhülle für den gelben Ausweis vorschlagen. Und man kann einfach nicht in ein paar Monaten nachholen, was man beim Ausbau der Digitalisierung im Gesundheitswesen vernachlässigt hat. Also man muss daran arbeiten, dass das eine gute, eine sichere Infrastruktur wird. Aber das geht nicht über Nacht. Und das Wichtigste, das klang vorhin im Einspieler auch schon an, der einzige Ausweg, den wir haben aus der Pandemie, ist impfen, impfen, impfen. Also wir müssen Ärzte und Impfzentren entlasten. Keine Bürokratie, viel Zeit fürs Impfen. Jetzt kennen wir es aber doch, wenn wir uns negativ testen lassen irgendwo, dann haben wir dann direkt den QR-Code auf dem Handy, gehen damit ins Restaurant oder in den Laden. Das ist so einfach. Warum ist das denn dann mit dem Impfnachweis nicht so einfach? Naja, dahinter steckt natürlich auch der Anspruch, dass man das über eine sogenannte PKI-Infrastruktur, das sind also sichere, anerkannte Zertifikate, die auch europaweit funktionieren soll, dass man das aufbaut. Und das ist dann halt schon ein bisschen komplexer. Deswegen kriege ich das ja auch gar nicht über Nacht. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, nehmen wir einfach die Papierausweise, weil ich kann ja auch nicht Die aber auch nicht fälschungssicher sind natürlich. Die auch nicht fälschungssicher sind, aber fälschungssicher ist am Ende der Digitale auch nicht, weil ich ja gefälschte Analoge sehr leicht in Digitale umwandeln kann. Und ehrlich gesagt, was ist denn mit dem Umstand, ich nehme einfach das Handy eines Freundes, der da diese grüne Anzeige hat, dann habe ich gar nichts gefälscht, weil es ist ja ein richtiger, echter Digital, aber ich benutze den einfach. An welchem Kneipeneingang wird man Ausweise vergleichen? Das wird niemand tun. Mhm. In der Praxis wird er einfach nichts bringen. Und über 40 Millionen bereits vollzogene Impfungen bis, sagen wir mal, Anfang, Mitte Sommer, wer soll die nachtragen? Also das kann man Ärzten und Impfzentren nicht überhelfen, weil das hält sie vom Impfen ab und das ist gefährlich. Also weder sinnvoll noch realistisch, sagt Anke Domscheit-Berg und rät zu einer Schutzhülle für den gelben Impfpass.